So, hat dir schon einer geantwortet, was das für ein Virus ist eigentlich? Noch nicht, aber ich denke, jetzt, wo du es ansprichst, wird mir der eine oder andere gleich eine lustige Nachricht schicken, von wegen, dass er das gleiche bei harten Pornoseiten bekommen hat. Hart ist So. das Stichwort. Absolut. Doppelt unterstrichen und dick geschrieben. So ist das. So, also, wir starten los in den Kampf. Ja, gut. Und super schnell hier von Nip mit 4 Mann lang. Smith ist da komplett alleine. Oh, der hat auch direkt erstmal einen Fund Einfach bekommen überfahren. von Get Right. Happy muss jetzt die Runde. Boah, sehr schwere Position von Happy. Geht doch Ja, aber einfach safe richtig weg. gut gemacht. Ja, so würde ich das sehen. Sehr schön. So, Bombplant geht auch durch. Shoxi fällt. Oh. Und jetzt ist Happy, der eigentlich am totesten war von allen, Ist denn da aber das für ein weggekommen ist. verdammter Zug gewesen? Also, das war ja, der Nippzug halt. Tschu-tschu. Wir Der sind echt immer mit der mal wieder Nippon nur rollt. durchgefahren. Ja. Nipp, nipp, hurra. Gar keine Chance für. Ja, es ist nicht eine Sekunde die Chance gehabt, ein sauberes Aim-Duell zu bekommen, weil Nip wirklich im absoluten Überfahrer-Modus war. Und wie ich dachte, es geht weiter, oder? Es Der Zug geht. fährt wieder los. Ja, aber diesmal Ah, blockt gute Envy Ass Bremse. lang. So, die Flash, aber die sitzt nur gegen die eigenen Mates. So, und jetzt da wegkommen, das macht mal einer vor. Boah, es So, hätte auch und schief das gehen können. gelingt nichts. Ja, aber die Flash, die kam halt nicht. Die war ein bisschen, ja. Oh ja. Das ganze eigene Team im Goldmantel gehabt. Ja. Eine Jetzt sogenannte kannst du jetzt Tüte, noch wie von es hinten. hier Coach Sonics Ja, immer sagt. eine gute alte Mülltüte. Wird auch abgeendet, da wird direkt mit gerechnet. Also, Flawless Rounds hier für Nip und ein User hat gerade geschrieben, dass er diesen Screenshot auch bekommen hat, nachdem er Organa runtergeladen hat. Das war noch der Plan B des Spruchs, den ich zu erwarten hatte. Jetzt ist er raus. So, also, weiter geht's. Spät Envy aber für den Ass Download. muss hier jetzt mal komplett sparen. Tun sie auch. Also wird wirklich gar nichts gekauft. Allerdings kein Hit von Alu. Und diesmal Fox hat nochmal eine denkt man Flash für sich, komm, lang. lang ist gelaufen. Jetzt machen wir es mal kurz. So, und wieder Nip, auf steht jeden man da Fall mit 4 Mann. Cardio-Training vor dem Event gemacht. Boah, aber perfekte Mollo-Bombe-Bombe-Rider. Da brennt schon wieder die Schenkel an. So, Shoxi darf auch nicht mehr lange leben. Jetzt noch Happy auf der Schrägen. Zack, bumm, weg. Also die Kondition ist hier in Topform bei Nip. 3 zu 0. Und Ja. bisher Xist der Einzige, der Bin gestorben gestorben. ist. Perfekt zum Waffe droppen und dann kann er sich jetzt. Eigentlich können sie jetzt in die Jetzt kann sich AWP Alu die reinsparen. AWP holen, ja. Genau. So, Alu kriegt bist das ja auch aber noch gar nicht geregelt. mitgespielt in dem Spiel, so der wollte sich extra jetzt den Fokus für die AWP lassen. Ja, Gucken wir mal, damit was man er mit damit sauberen errichtet. Stats arbeiten kann. Ab der AWP war es Genau. so und so. Und auch den Hit an Kirschieber, das ist richtig ekelhaft für den B-Spieler. Ich spreche da aus Erfahrung, aus absoluter Erfahrung. Das ist Also keiner absolut wird gerne ekelhaft. gehittet in den ersten 5 Sekunden. Ja, besonders an In der. allen Lebenslagen. Ja, wenn du es dann hinter dir hast. So, Get Right verliert allerdings das Duell gegen Happy an Lang. Forest Forest. noch. Boah. Und Happy Geh nochmal einfach jetzt erfolgreich. lang. Der Typ hat einfach immer eine Nase dafür, wo er hin muss. Und jetzt Shox wieder. Volume 2 jetzt an der Position. So, Ja, nur erstmal die einmal Flash bekommen, abgeflasht. weggegangen. Ah, nicht. Oh. Flyback geht einfach zu. Und Happy, der hat, kennt da nichts. Der gab's da hoch. Wenn er mehr Schuss hätte, wäre Xist auch noch weg. Ja. Aber zumindest nochmal low geschossen auf 8 HP. Und Alu muss jetzt klären dagegen kurz. Verschießt allerdings. Und Xist Ah, ebenfalls noch. Shox. Also die Runde geht auf jeden Fall auf Happy. Sage man, was man wolle. Ich sag mal in Anführungszeichen, das Lustige ist, dass Happy ja eigentlich der Verschieber ist und wenn man sich die Spiele mal von ihm anguckt, der Typ ist überall und meistens richtig. Der ist kurz, der ist Mitte unten, der ist groß, der ist lang. So, der hat einfach so ein unglaublich gutes Gefühl dafür, wo er jetzt gebraucht wird. Das macht halt echt einen Verschieber. So ein Verschieber ist halt wirklich Gold wert. Ja, und genau so sagt er eben auch an.
Und wir haben bei Envias direkt die Doppel-AWP dadurch. Eine geschenkte von Nip. Aber auch Alu direkt an die AWP ran. Nip natürlich nochmal in der Kaufrunde. Dafür liefen die ersten drei zu gut. So, Kiyoshima zeigt ihm ein bisschen sein Movement. Hat eine gute Position damit der Smoke. Geht's weiter Stein gehen oder smoke der nur nach? So, jetzt sehen wir hier Happy wieder im Bild, schiebt jetzt in die Mitte rein. Ja. Beziehungsweise halt CD-Base, um die Mitte in Kontrolle zu haben. So, und das wird ein A-Fake, B-Go, B-Split vielleicht sogar. Ja, Bombe liegt Katas unten, da wird die wird Exist gleich mitnehmen vielleicht und geht dann gegen Kiyoshima jetzt sehr aggressiv, B-Katas. Wird aber erwartet, oh ne, und kommt noch weg! Ja, gute Flash dort von seinem Mate. Smith hat da reingeflasht. Also für Nip ärgerlich, für ihn natürlich wunderbar. Fox jetzt mit einer guten Position. Geht auch der Kurz-Go. So, und Shox macht ein Doppel. Ja. Direkt nachflashen. Hallo, hat ihn. So, lang gefallen, MBK down. Zweimal in der CT-Base unten drin. Und Alu plantet safe hinter der Kiste. Ob sie noch den Plant durchbringen. Ja, und dann fällt er. Aber der Plant könnte sie sogar nochmal in eine Kaufrunde bringen. Sogar fast ärgerlich, dass Alu da die Bombe hat. Wenn Freiberg da die Bombe mit hat, muss Freiberg da nicht auf All-In gehen und Alu kann aus seiner guten Position bleiben. Dann wäre die Runde sogar echt sehr offen gewesen. So, jetzt kommt der Force-Buy bei Nip. Ja, für mich die richtige Entscheidung. Gerne. Boah, also verliert das AWP-Duell. Aber nicht allzu dramatisch. Der Gatorade kann jetzt die Waffe nehmen. Bombe ist auch gepickt. Hatte bereits aber eh gelauert. Der Happy verliert das Duell in Katas unten. Box jetzt im Guardian Pick. Get right, dann Hit kassiert von Smith in der Mitte mit Ave. Und es wird wieder so ein B-Split vorbereitet. Oh, mal gucken, boah, Forrest jetzt. Forrest wird jetzt, jetzt wird Forrest mal gegrillt. Er bleibt da. Eier. Ja, die HE und die macht. Und tschüss. Der und dafür mit raus, sehr schwer. Smith und Get Right. Dann ist MBK da. 3-3. Durch die Smoke, einfach mal durchgesprayt. 3-3 und Nip in der Eco drin. Jetzt unvermeidbar. Und Envias, seit dieser Doppel-AWP läuft. Ja. Zwei Flashes, wenn vielleicht verzögert da lang einnehmen wollen mit ihrem Pistol, mit ein, zwei Flashes drüber. Fox blind wird davon. Dann Doppel-Hit. Boah. So, MBK. Muss noch etwas cool bleiben, bis die Mates da sind und jetzt ist Happy da. Gefallen. Ja, so, zwei Kills, ist in Ordnung, findet. Ja, Smith kommt aber auch nochmal an die AWP ran. Das Wichtige, dass diese Doppel-AWP weiterhin im Besitz bleibt, denn viel Geld hätte man eben nicht, ne? Shoxi. Nee. Das. Schnell lang einnehmen. Das könnte funktionieren. Ja. Shoxi geht auch direkt. MBS lässt es sofort offen, ja. Boah, ist das knapp.
Oh, Happy an kurz diesmal. Bist du ja jetzt gleich kurz Exist gegen Happy? Boah. Ah, wenn Exist das wüsste, was er da angerichtet hat mit deiner Flash. Oh, Happy. Geht damit 47 AP raus, schiebt sofort CT-Base weg, denn lang ist durch. Auch Frack. Und Happy ebenfalls down, Get Right, starker Shot von ihm. Kyoshima kurz, Get Right hat's gesehen. Boah. Und Smith will auch nochmal. Und kommt Hallo, jetzt weg. Da ist er doch. Und auch Envias. Runde zwar verloren, können aber auch nochmal ohne Probleme gegenkaufen. Und jetzt die Doppel-AWP bei Nip, Forest und Alu. Envias die Doppel-AWP damit gewechselt. Bitte da mal auf Track B gehen, vielleicht mit der AWP. Ja, Alu ist unterwegs. Wusche ihn. Boah, den werden sie sich, glaube ich, genehmigen. Ja, aber richtig schön. Das haben sie einfach skillt runtergespielt. Da hatte Alu aber auch zweimal fast die Möglichkeit. Ja, es ist noch nicht so on point mit seiner Arbe leider. Ja. Dann viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Höchstwahrscheinlich auch so ein Equipment-Change kurz vor dem Event. Auch wenn es nur theoretisch eine Tastatur ist oder ein Mauspad. Hat trotzdem starken Einfluss. Genau, Frack von Forest. Das gewinnt dann nicht Kiyoshima jetzt erfolgreich. Dann sie gucken uns. Da war jeder mal eine AWP in der Hand. Jetzt ist Get Right wieder dran. Oh, Happy, wieder perfekter Push. Ja. Und damit holt er natürlich wieder etwas Zeit raus und lockt sie jetzt komplett rüber. MBK steht Mitte oben. Und damit werden sie 0 rechnen. Okay, sag das mal nicht zu laut. Ja, ja. Aber, ja, sehr gut aber wieder perfekt gespielt. Von Happy auch. Also ja, hat er wieder den richtigen Riecher, wann er pushen muss. Hat da auf jeden Fall ein bisschen Damage gemacht und die Spieler dazu verleitet, da von B wieder wegzuschieben. Gut. Wieder schon wieder Cut das unten drin. Der ein Tempo. Dix ist gar nicht damit gerechnet. Ja, keine AWP, die gezielt hat, nicht gut gecallt. Dann. Forest auch down. Freiberg. Oh, der Happy auch spielt das wieder perfekt. Oh, wieder perfekt gespielt. Kann jetzt die AK nehmen, genau. Und jetzt nimmst du den Get Right auch noch. Ah, damit rechnet er leider nicht. Sehr krass von ihm gespielt, sehr schön. Ja, und das ist der Ansager, meine Damen und Herren. Also, das ist wirklich, Ansager EU. Das ist aber wirklich halt eine seiner Besonderheiten, dass er als Ansager trotzdem so viele Fracks macht und so viele Runden entscheidet und dabei sogar aber auch teilweise eröffnet. Das ist halt nicht normal. Ja. Aber auch Nip kann solche Runden drehen. Ja, besonders ein Get Right ist eigentlich mal ein gern gesehener Gast bei solchen Runden. Ja, das Stammgast eigentlich schon bei solchen Runden. So, jetzt schockt sie im Spot, setzt Get Right und Alu soll sich aufsetzen. 6 zu 4. Klingelt zwar nochmal an bei MBK, bringt aber leider nichts. Ja, Nip wieder im Money-Problem unterwegs, ja. Okay, hat sich dann ein Tucker-Gerät gegönnt. Ja, die UMP, ne? Die haben wir heute schon ein paar Mal gesehen. Sehr zielgenau, mit kleinen Lenkraketen installiert hier. So, jetzt kommt Shox nochmal an. Jetzt darf Shox nochmal ein paar Double-Kills machen mit der Arbe. Da war es ziemlich spät da, ja. Ja. Boah, und jetzt. Boah. Viel Damage da. Ja. Ja.
Schade. Das ist erledigt. Ich wusste, das war knapp, sehr, sehr knapp. Und auch wieder viel Damage in der Weg. Und das einfach, weil Shox sich um gefühlt eine einzige Sekunde verschätzt hat und den Nip Train ein bisschen unterschätzt hat. Und da waren sie schon dann plötzlich in seinem Gesicht nach der Granate. Ja, aber so ist es. Also. Ja, bei dem. Bei CSGO. Wenn er da weiter so halt aimt, macht er da mindestens den einen Frag und hat dann genug Zeit, aber er entscheidet sich, da kurz wegzugehen und dann die Granate zu picken und dann waren sie halt schon durch. Das wird jetzt gleich schneller mit dem Bild. Boah, Alu, jetzt wichtiger Frag, Mann. Da, jetzt ist er da. Da brauchen sie ihn. Okay, jetzt wird flambiert, muss weg. Ach, dieser Happy ist doch einfach ein abgewichster Kerl. Die Frage ist, könnte sich noch ein, oder? So, Zeit für Positionswechsel, bisschen wieder Equipment einsammeln. Alles richtig gemacht. Schock sie gleich lang gegen Get Right das Duell. So, das war der Hit. Und jetzt okay, ist Duell. Nipp langsam Wachs in den Händen von Envias. Das wichtige Gesicht. Der Chalk sehr gut abgeflasht. Diese Flash muss kommen, immer. Geht auch noch über lang, lassen Happy da ganz alleine. Es wird geholt. Feuerwerk und Forest beide kurz. Und da darf eigentlich nichts anbrennen. Haben kein Equipment mehr. Der Shock safe doch einfach schon. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen. Hätte sowas gehen können eigentlich. Ja. Aber beide kein Deathkit gehabt, aber es okay, wäre ja, super, super eng gewesen. Ja. Also wahrscheinlich sogar eher das Nein. Gesehen. Ja. Also, Nip sagt, ihr zieht noch nicht euren Docht hier durch unseren Wachs. Ne? Envias, aber 7 CT-Runden ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Vor allem eben, weil man hier nicht die Pistol-Round geholt hat. Und damit kann man hier auf jeden Fall arbeiten mit diesen 7 CT-Runden. Noch ist es nicht vorbei. 3 Runden noch ausstehend. Und Alu, den ja. Kriegt er nochmal geschenkt. Also wer sich da zweimal zeigt und dann so lange stehen bleibt, der hat es nicht anders verdient. Aber Alu hat zumindest auch den Hit abbekommen. Freiberg an kurz. Geht da nicht unnötig das Duell ein. Bleibt cool. Wieder über lang gehen, sehr gerne mittlerweile über lang in den Ekos, was MBK da machen kann. Eine Sekunde zu spät mitbekommen, was da Sache ist. Ja. So ein Flawless würde Nip mal gut tun. Würde gerne an die AWP ran. Aber da sind schon überall Terrors. Und das weiß Happy auch. Boah. Da wird er komplett gebankt. Oder hat er den Rucksack gesehen? Da hat er den Scout-Rucksack gesehen von Kirishima. Zack, und weg ist er. Ja, immer Jack's Wolfskin, ne? Zu groß. Ja, aber Kent muss sein. Hier schien mal ja ein leidenschaftlicher Wanderer und Bergsteiger. Auch halt das Equip. So, 7-6. Nip kämpft sich nochmal ran. 2 Runden in Folge jetzt. Gucken, was da noch drin ist. Und ganz wichtige Runde für Envias. Denn verliert man diese, ist man in der Eco drin. Ich den Austausch gemacht. Aber sehr gut eigentlich für die Cs, weil so kann Shox sowieso keine Arbeit, der Shox wieder. Shox saß durch und der wird halt aufgespießt von Forrest. Was ist los mit dem Shox, Mann? Und Happy wieder sehr gutes Timing, wieder die richtige Entscheidung, wichtiger Frag. Ja, aber seine Mates spielen heute einfach ein bisschen ausgeflippt.
Also das ist nicht das NES, nicht das LLC, was wir auf der Dreamhack gesehen haben. Weil man muss auch ehrlich mal sagen, Nip spielt jetzt gerade taktisch auch nichts super krasses, wo man sagt, Alter, super ausgespielt. Und aim-technisch ist jetzt auch nicht, dass man sagt, alles klar, du hast halt eine Millisekunde Zeit, ansonsten hast du eine Headshot baumeln. Also auch das ist nicht. Aber NVS spielt gerade deutlich unter ihren Erwartungen. Also ich weiß nicht, ob man gestern schon gefeiert hat oder morgen ja das Female-Turnier, dass man lieber da zuschauen will. Ich weiß es nicht. Den meinst du denn doch mal woanders reinhauen? Ah, egal, komm. So, nicht wieder. Reinschauen, meinte Zonix, für die Leute, die fragen, was er damit ausgesprochen hat. Selbstverständlich. Wieder lang. Boah, es müsste den getimte Smoke erstmal. Schön forget right. Jetzt noch Smith im Spot, der ist auch down. CD Base kommt hoch, Happy down. Kyoshima steht da auch noch und Shox ist da lang. Und das ist der Halbzeitsieg für Nip. Und zwar in 5-4-3-2-1-0. Jetzt. So. Selten so einen guten Countdown gehört. Klassisch hervorgesagt. Also 8-7 der Halbzeitstand, Nip NVS. Noch ist alles drin, keine Frage. Die 7 CT-Runden sind erstmal eine gute Nummer für NVS, aber noch kein Sieg. Wir machen ganz kurz Pause, 90 Sekunden und wir sind wieder da. Hey Kameraden, wir melden uns zurück mit der zweiten Halbzeit. Map Nummer 2. DDoS 2, der Map Vault von den Ninjas in Pyjamas. Und in 5 Sekunden geht es weiter mit dieser Karte hier. Also, auf ein neues. So, First Round jetzt sehr, sehr wichtig. Für beide Teams natürlich. Ja, definitiv. Also für NVS wahrscheinlich noch etwas wichtiger. Ja, dass die Overall Maps beachtet, ja. Und Alu könnte gleich gerade das unten was sehen. Boah, Forest. Da werden Gesichter ausgetauscht. Ja. Da werden sie kommen beide nochmal rechtzeitig weg. Kyoshima super schnell mit raus. Alu kann er nochmal reagieren. Forest, wird schon sehr gut ausgeschossen. MBK nochmal, geht nochmal komplett überlang. Jetzt Forest gegen MBK. Ich hoffe, MBK gewinnt das Duell. Get right, bisschen zu voreilig. Alu. Und wenn das Smith macht, da ist es die halbe Miete. Macht ihn aber nicht und jetzt exist im 1-on-3. Wenn er den gemacht hätte, wäre es holbar gewesen. 2-on-2 und Kyoshima mit Lower P. Aber so sieht's gut aus für NVS erstmal.
Eine Glocke setzt er noch. Aber nichts mehr machen. Ja, da muss dieser eine Frechheit fallen. Get right ein bisschen auch zu viele Hummeln im Arsch. Ja. Hat heute Morgen den Honig weggelassen, das Glas Bienen geschluckt. Aber ja, damit reicht's nicht immer. Also, 1-0, NVRs hier in dieser zweiten Hälfte. 8-8 der Spielstand und damit ist hier jetzt alles geebnet eigentlich für diese gute zweite Hälfte. Gesetzt im Fall, Nip macht jetzt nicht hier direkt die Eco klar. Was sehr gerne gesehen wird in CSGO eigentlich, dass man direkt die Eco dann holt. Ja, Freiwald muss da erstmal weg an kurz. Boom! Das ist eine Backpfeife von Freiberg. Die, und da will noch einer die eine. Brille weggeschlagen. So. Boom! Ja. So, Freiberg denkt sich, komm, nächster. Komm, der nächste bitte. Rechts. Noch ein Schenkel, please. Rechts und? War eine, links war eine. Ah, nein. Ja, kopflos läuft nicht bei ihm. Weißes bleibt cool, holt sich MBK. 4 gegen 2. Nimmt zwar lang raus, Get aber... Right wieder mit super Hummeln, aber... Boah. Diesmal schickt er die Hornissenstachel raus. Oh, und Get Right nochmal. Junge, ja, Junge, okay. Starke Runde. Ja, da, was sollen sie machen, wenn Bud Spencer da einfach kurz wartet mit der Diegel? So ist das. Das waren zwei schöne Granaten, so schnell. Ja, das sind Gesichter, da macht auch mal, da gönne ich den Leuten auch mal die Eco zu holen bei so schönen Headshots. Wenn da nicht mit Tech 9 im Dumpen, Springen, Runterfallen 17 Gesichter gegeben wird. Eine schöne Runde. Ja, vor allem Diegel, da weiß der Zonix, was für ein Kunststück das ist. Auch deine Geheimwaffe. Ja, besondere. Von Kirby. Das kann man laut sagen. Kirby hat ja noch viel gewaltigere Abis gemacht als ich. Freiberg jetzt alleine lang. Oh, und das ist genau wieder die Tech 9. Im totalen Vollgas, sofort Gesicht. Aber noch sie gut gehandelt. Alu dabei. Ja. So, Arschpott ist frei. Kommen wir aber lang. Exist, der hebt aber CT Base ab. So, macht auch den Frag und damit ist nur noch Happy. So schnell hat Exist nicht reagiert da. Aber dafür ist Forrest da. Von hinten. Und damit Nip in Führung und auch direkt erstmal wieder zweistellig. Ja. NVRs in der Eco. Jetzt die Vollspar nochmal oben drauf. Also einziger, der kaufen durfte, ist Kyoshima. Und das hat er sich verdient. Schöne Fläche kurz, aber Alu. Hat da null damit gerechnet und steht da auch super offen. Also wenn er nicht weiß, ob da schon was durch ist, dann muss er da auch ein bisschen passiver stehen. Ja, gehen wir mal davon aus, es ist wahrscheinlich Kommunikationsprobleme da in der Hinsicht. Happy gerade wieder mit einem Top-Laufweg, kommt komplett über den B-Spot. So, aber Exist, der wartet ihn. Da klingelt es von allen Seiten. Oh, jetzt muss Freiberg wieder funktionieren. Da funktioniert erstmal sein Kopf. Das ist ein verdammter Glockenbeat. Und die Bombe tickt schon viel zu schnell. Exist kann nur versuchen, da noch ein paar Frags zu machen. Schön. Und der Versuch gelingt. Da ist das Ace obendrauf, aber nur Mini-Tröte, weil. Und ein Gewinn ist es nicht. Gibt's einfach nur die Mini-Tröte. Ja. Ein Mini-Tröte. Nip, aber wieder im Forsten direkt. Natürlich. Ja. Forsten. Also, so Sie wissen natürlich, dass da jetzt auch gerade viel nachgekauft werden muss. Und wenig Geld vorhanden sein muss bei NVRs. Also von daher war das nochmal gut, auch wenn man die Runde verloren hat. Aber wichtig von Exist, dass er da die ganzen Frags natürlich macht. Ja, absolut. Und dumm eigentlich von NVRs, dass sie das haben, dass sie das zugelassen haben. Equipment Value in der Runde. Fast Eden, also beide haben sich da wirklich
Nonplusultra-Paket gegönnt. Fryback gewinnt das Duell hier gegen Happy an Lang. Flashback. Alu muss jetzt kurz haben gegen Shoxi. Hat er den linken Ellenbogen weggeschossen und der ganze Körper zerfetzt. Da hat er die rechte Schulter zu lang gezeigt. Ja. Gedra hat auch noch was gestibitzt. Wird jetzt blind sein von Forrest und wird jetzt genossen. Was ist das? Ja, auf dem Präsentierteller. Teamwork funktioniert. Und das ist wieder eine Runde, die ist wieder NIP-typisch. Da hat man eigentlich fast kein Geld, entscheidet sich zum Force-Buy und dann macht man die fast flawless, aber ein Kiyoshima. Damit Getright gerade dumm geguckt haben. Ja, der Wirbelwind macht da nochmal auf sich aufmerksam und jetzt Alu. Da macht er seinen Namen Wirbelwind aber gerade. Das ist ja richtig am Wirbeln. Gejumpt, oder was? Ja, der CDB ist gejumpt. Okay. Im Auge des Tornados war er da. Runtergefallen aus Versehen. Genau. So, und damit einmal die Situation gedreht. Jetzt Envy Us Broke. Und auch da werden wieder die Tech Nines, die schönen, schnellen Föhne ausgepackt. Und ein B-Rush. Der könnte jetzt Nip nochmal überraschen. Aber es wird. Zum Glück nochmal gestoppt. Ja. Auch nochmal die Bremse gezogen. Oh, jetzt ist schön da umgezwirbelt. Ja, Happy auch noch. Und da sein Mate, Forrest. Ja, der hatte da zu tun. So, Getright schießt MBK in den Boden rein, aber so schnell wird es dann auf einmal eine Unterzahlsituation. Boah, wie wichtig wieder von Freiberg. Aber das war wirklich allerhöchste Eisenbahn. Also auf einmal ist die Runde da doch nochmal hier aus der Hand geglitten, wie ein Stück nasses Seife, was man nicht auf den Boden fallen lassen möchte. 12-9 Nip und MBS kauft hier wieder komplett gegen. Viermal AK. Sehr wichtige Runde jetzt wieder. Doch. Für beide. Sehr harte Runden, ja. Sehr harte Runde auch ganz Zeit. So, Nix ist jetzt auf Autosniper gegangen für den B. Sowas soll ihm nicht nochmal passieren. So, aber der leichte Vorteil liegt hier bei den Schweden momentan. Forrest wurde nicht gesehen, okay. Boah, verliert das irgendwie gegen Kiyoshima? Ja, aber 5 HP noch bei ihm. Getright sollte da eine. Ja. Hat da keine Granate, aber Alu hat eine. Jetzt Exist noch mit der Autosniper. Riecht's einfach, dass die Autosniper da höchstwahrscheinlich verschieben wird zur Mitte, oder was? Eine Bombe rausgedroppt. Ja, okay, günstiger kann's nicht sein. Getright noch gegen Shoxi. Und jetzt kommt erstmal Happy. Jetzt. Aber Getright riecht es. Ja, stark gemoved. Er hat ihn gehört. Ja. So, der nächste wollte wieder zu viel. Zu früh, zu schnell. Aber er spielt's super, super safe. Shoxi nimmt die Bombe mit. So, 7 Sekunden. Der plant auf jeden Fall easy. Und Alu ganz stark. Ja, das sind wieder die schönen, ihm dazu zu gucken. Wenn er dann doch immer mal wieder so den einen oder anderen Fail hat, aber. Ja, ich denke, er findet das wirklich gerade eine sehr harte Situation. Neues Team, neue Sprache, die er in den Ohren hat. Neues Equipment halt, mit dem er spielen muss. Plus den Druck, dass Nip auf dem Major immer im Finale stand. Ja, vielleicht also das erste Mal mit ihm dann nicht. Ja, aber bisher sieht hier alles tadellos aus. Er spielt sich da Mitte, das Mitte Basefield mit allen Granaten, ja. Wie Forrest das handelt. schöne Flash, noch einen gesehen. Ah. Super Flash hier wieder von Forrest. Der Wald steht wie ein riesengroßer Baum. Alt wie ein Baum.
Ah, und Happy, das... die Bombe ist in der Mitte gedroppt und Happy kann dann nicht mehr viel machen. Wirklich, Happy ist er da auch nicht mehr, denke ich gerade. Nee. Der Schwein ist ihm aus dem Gesicht gefallen. Er ist schon nur noch so ein normaler Strich, nur noch ein L. Ja, da wird er gleich von der ganzen Bagage abgeämmt. Ja. Jetzt noch eine Twin-Nip-MVS. Auch nicht wirklich Geld eigentlich, aber müssen eigentlich, wollen höchstwahrscheinlich die Runde mit Gewalt holen. Shox hat auch direkt gekauft, der hat da nicht eine tausendstel Sekunde gezögert. So, da kann man die Standheizung schon mal hochfahren. Also, 14-9. Ja, Shox macht so einen normalen Shox-Move mit dem Smoke. So, der einzige Vorteil bei Envy ist, wenn sie die Runde verlieren, können sie auf jeden Fall nochmal kaufen. Dank einfach mit rausgegast. Und jetzt muss er cool bleiben. Jetzt muss er. Und der wurde aber gesehen von Getty Righty. Kyoshima ist auch noch da, aber Alu sieht ihn. Und jetzt muss er da weg aus der Mitte. Ach, das läuft halt gerade komplett gegen den Strich. Ja. Wie eine gute Rasur. Mit Shampoo. Mit Shampoo, Mann. Hey, komm. Komm. Amanda, komm. Ah, Mann, komm, lassen wir das. Oh, Alu. Jetzt Alu. Oh! Den merkt er morgen noch. Von dem wird er heute Nacht träumen, wenn man hier nicht ins Finale kommt. Ach so, schade. Und die Runde ist doch eingeloggt. Auf dem französischen Konto. Das ist ja. Das ist eine Franzosenrunde. So ist das. Also, Runde Nummer 24, Strich drunter, die geht an die Franzosen. 6 Runden noch verbleibend. Nip, noch ist man hier nicht durch. Noch hat man hier nichts im Sack. Ja. Noch steht man so nicht im Finale. Werden die Knie nochmal weich? Der Trubelfaktor, er schlägt hier nicht zu, aber... Vielleicht gibt es hier einen anderen Faktor. Happy. Und er wird einfach überfahren von Alu. Damit hat er nicht gerechnet. DK auch ganz wild und X ist... So, jetzt wird sie erstmal in der Mitte gesammelt. Und Get Right will auch nochmal hunten. Gibt da dem Kyoshima auch nochmal einen Knieschuss. Und vor allem kommt... Ryback hat komplett auf sich alleine gestellt. Aber das ist okay, das weiß er, damit kann er jetzt arbeiten. Smith, und damit hat er gearbeitet. Mit der AWP nach vorne. Choxy, oh, der ist Gold ohne Ende, der sieht nie was. Ein Goldfisch ist nicht so Gold wie er. Kyoshima. Nach hinten kommt noch einer. Alu kommt gleich mit der AK und senzt ihn da um. Und er wartet, wie cool er das runterspielt, der Alu. Von wegen die Knie schlottern. Das Einzige, was schlottert, ist die AK, weil die gleich die Schüsse rausdrücken muss. Doch, die Knie schlottern doch. Ah ja, war ja klar. Nervös, der Bub. Haben wir ja gewusst. Warum bist du so nervös? Oh, Kyoshima! Und dann ist es hier fast erledigt. Aber Exist steht. Alter Schwede. Was war denn das nochmal für eine Aufräumaktion hier? Da ist ja nichts gegen die Müllabfuhr. Ich glaube, da muss gerade kurz ein Timeout gemacht werden. Da muss bei Nip müssen da gerade die Trikots gewechselt werden. So haben sie gerade geschwitzt. Das ist aber Wahnsinn, was der da gerade nochmal verteilt hat hier für Shots. Bringt sie das nochmal zurück. 5 Matchbälle jetzt für die Ninjas in Pyjamas. Und man geht mit 4 Mann in die Cutters rein. Also die Rakete wäre fast nochmal nach hinten losgegangen. Jetzt. So, es ist eine Top-Position dahinter. Wenn er sich lange nicht zeigt. Er hat eine Atombombe geworfen. So, Forrest ist auch da. Exist, zack, boom. Mitte down, nur noch Smith. Ich sage, geh. Ihr sagt. Geh. Geh. Ach, egal. 16-10 der Endstand. Ninjas in Pyjamas. Gewinnen hier gegen die Franzosen und 2-0 geklärt